Fast 1600 Besucher zählte die Ausbildungsmesse Schule macht Betrieb in diesem Jahr. 90 Aussteller aus nahezu jeder Branche präsentierten sich bei der ersten Ausgabe am 8. September 2018 in der Sporthalle am Schwanenteich in Mittweida. Sie zeigten auf, wie sich die Karrierewege in der Region gestalten lassen. Mit dabei war auch die Yeldwen Deutschland GmbH. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 30.000 Mitarbeiter. In Mittweida sind es 250, darunter aktuell 10 Auszubildende. Bei uns am Standort Mittweida bilden wir aus Holzmechanikerinnen, Holzmechaniker in der Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen. Das ist, ein industrieller Beruf, gewerblich-technischer Bereich, vergleichbar mit einem Tischler im Handwerk. Vieles läuft dort auch ähnlich ab. Die berufliche Grundausbildung zum Beispiel, aber die späteren Einsatzgebiete sind natürlich wesentlich komplexer. Wir arbeiten mit großen Maschinen und Anlagen im Beruf. Die Ausbildungszeit, das sind 3 Jahre, das ist eine duale Ausbildung und ist kombiniert zwischen der praktischen Ausbildung, hauptsächlich am Standort Mittweida in unserem Werk, und die berufstheoretische Ausbildung dann am Berufsschulzentrum für Technik in Chemnitz am Schlossteich. Während der Ausbildung durchlaufen die zukünftigen Holzmechaniker und Holzmechanikerinnen mehrere Etappen. Also ich möchte jetzt mal ganz kurz in die 3 Lehrjahre gliedern, dass man im ersten Lehrjahr hauptsächlich die manuelle Holzbearbeitung, die Grundfertigkeiten erlernt, die sich sägen, hobeln, stemmen mit Handwerkszeugen, was so das Rüstzeug ist für den späteren Werdegang. Dann geht es weiter mit handgeführten und stationären Einzelholzbearbeitungsmaschinen und erste größere Etappe dann 18 Monate die Zwischenprüfung, wo dann gewisse Dinge manuell, maschinell auch geprüft werden, die eine Voraussetzung ist für die Abschlussprüfung. Und dann ab dem 3. Ausbildungsjahr haben wir dann eine wesentlich größere Maschinenlastigkeit, wenn ich es mal so sagen darf, wo wir dann doch in Fertigungsbereichen, in der Maschinenanlagentechnik mehr der Schwerpunkt liegt. Die Chancen zur Übernahme sind gut bis sehr gut. Also es ist so, dass die Auszubildenden mit einer entsprechenden guten Leistung dann diese in ihrer Abschlussprüfung absolvieren, auch gute bis sehr gute Übernahmechancen haben zurzeit. Also pro Lehrjahr sind wir durchschnittlich mit 3 Auszubildenden besetzt. Die letzten Jahre ist es glücklicherweise auch immer gelungen, die Stellen zu besetzen und haben jetzt im 2. Ausbildungsjahr sogar 4 Auszubildende. Also insgesamt kommen wir momentan auf 10 Azubis. Ebenfalls in Mittweida ansässig und auf der Messe vertreten ist die Axis Lasertechnik GmbH. Die Axis Lasertechnik GmbH wurde vor 15 Jahren gegründet. Axis Lasertechnik fertigt und entwickelt hier in Mittweida etwa 120 Laseranlagen pro Jahr und liefert die im Bereich Lasergravur, Laserschneiden, Laserschweißen, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, aber auch international, USA, Asien. Das Unternehmen bildet in mehreren Bereichen aus. Wir bilden aus im Bereich Industriekaufleute und Mechatroniker. Die Mechatroniker hauptsächlich hier am Standort in Mittweida. Wir haben noch einen weiteren Standort in Kornwestheim. Des Weiteren suchen wir nach Informatikern, idealerweise BA-Studenten, die wir interdisziplinär ausbilden können zu ihrem Studium. Aktuell werden in Mittweida 2 Mechatroniker ausgebildet. Die angehenden Mechatroniker durchlaufen im Unternehmen mehrere Stationen und werden von erfahrenen Kollegen betreut. Die Mechatroniker durchlaufen den kompletten mechatronischen Fertigungsprozess der Anlage. Das heißt, es werden die Achssysteme gebaut, montiert, auf den Mikrometer genau ausgerichtet. Die Gesamtmaschine wird zusammenmontiert. Es geht zur Elektromontage und auch zur Inbetriebnahme der Anlage des Lasers, Laserintegration. Des Weiteren haben wir noch Partner, mit denen zusammen die Auszubildenden im Bereich Drehen, Fräsen, Schweißen an anderen Standorten ausgebildet werden können. Die Übernahmechancen für die Auszubildenden und Möglichkeiten zur Weiterbildung im Unternehmen sind sehr gut. Wir kämpfen genauso mit einem Fachkräftemangel wie jeder andere auch. Das heißt, wir bieten den Lehrlingen nach erfolgreicher Ausbildung die Möglichkeit, ihre Zukunft in unserer Firma und auch unsere Firma mitzugestalten. Auch in Mittweida ansässig ist die Ökoplast GmbH. Die Ökoplast GmbH ist seit ihrer Gründung 1995 ein zuverlässiger Partner für die Fertigung von Kunststoffteilen. Wir stellen vorrangig Kunststoffteile her und das im Spritzgussverfahren.
Also wir arbeiten im Prinzip mit solchen Materialien und stellen dann diese Kunststoffteile her. Und das, was man bei uns erlernen kann, das ist der Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Und die jungen Leute lernen alles über Kunststoffe, die Werkzeuge, die Maschinen und Qualitätsprüfung. Der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik stellt Produkte zwischen Rohstoff und Endprodukt her. Sie bereiten die Rohmassen wie Granulate auf und produzieren Bauteile wie Behälter oder Gehäuse. Dabei wenden sie spezielle Verarbeitungsverfahren an und programmieren und steuern automatisierte Anlagen. Auch das Produktionsmanagement gehört zum Berufsbild. Stets achten Verfahrensmechaniker auf die Qualität der Produkte und verbessern Arbeitsabläufe und entwickeln die Produkte weiter. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, vorrangig bei uns in der Firma. Und der schulische Unterricht ist im Blockunterricht in Radeberg. Die Übernahmechancen für die Auszubildenden in der Ökoplast GmbH sind ebenfalls sehr gut. Also wenn die Ausbildung gut abgeschlossen wird, dann sind die Übernahmechancen sehr gut. Das oberste Ziel der Messe, junge Menschen und regionale Unternehmen langfristig zueinander zu bringen, dürfte am vergangenen Sonnabend gelungen sein. Die Ausbildungsmessen Schule macht Betrieb werden von den Arbeitskreisen Schule Wirtschaft in Mittelsachsen organisiert. Am 15. September gastiert sie in Freiberg und am 22. September in Döbeln. Jeweils von 10 bis 15 Uhr erwarten die Aussteller die Besucher.